Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge Tizian Bauernhof. Irgendwie ist es ja komisch, dass ich momentan, dass hier kein Weizen ankommt, oder? Irgendwie ist das komisch. Ich muss mal ganz kurz den Verbleib des Weizens erkunden, wo der abgeblieben ist. Weil irgendwie ist es komisch, dass der nicht im Haus ist. Eigentlich müsste im Haus sehr, sehr viel Weizen sein. Aber wir werden nochmal zwischendurch schnell hier drüben mal kurz Eisen rausnehmen, damit das weiter abfließen kann. Und jetzt werden wir uns mal damit beschäftigen, wo eigentlich unser Weizen ist. Ich werde mal unten die ganzen Lore mir mal angucken. Wobei das System, was hier drüben läuft, das müsste ja laufen. Da war ja, vielleicht steht auch die Lore davon irgendwo rum. Das kann natürlich auch sein. Pass mal auf, ich nehme das mal weg. Du bist auch leer. Du bist leer. Das ist alles leer hier. Okay, da sind ein paar Seeds drin. Okay, du bist noch recht voll. Und hier ist auch noch was drin. Aber das ist jetzt ja nicht. Das ist jetzt ja nicht ausschlaggebend. Wo ist denn die Lore, die eigentlich hin und her fahren sollte? Die müsste doch an der Station jetzt stehen, ne? Geh mal gucken, wo die ist. Oder ist die noch am Abladen seit Ewigkeiten? Das dauert natürlich auch sehr, sehr lange, ne? Ich glaube, so ein Item dauert, ich weiß gar nicht, pro immer eine Sekunde oder was da ein Item rausgeht. Irgend sowas war das doch, ne? Das ging ja gar nicht so schnell unbedingt. Aber die müsste jetzt ja hier auf der Station. Ja, genau, die steht hier auf der Station. Und lädt noch ab. Okay. Das heißt, es geht hier rein, da rein. Da geht's auch rein. Hüpf, hüpf, hüpf. Dann geht's hier rein. Okay, es fließt aber nicht weiter, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es noch weiter fließt, oder? Es müsste ja da in die Kiste reingehen. Das tut es auch. Das geht dann gleich weiter runter. Hier ist es auch alles drin. Okay, das passt. Ich guck mal nach hinten. Nicht, dass da hinten in den Überlauf irgendwas reinfließt. Ne, da ist nichts drin. Da ist auch... Hier ist halt... Ja gut, hier ist auch noch einer. Aber hier ist halt nicht so viel. Das ist halt der alte noch, ne? Das ist der alte. Das ist nicht so schlimm. Wir wollen mal hier in die Kiste reingucken. Ah, guck mal. Hier sind zum Beispiel Slabs reingelaufen, die wir über hatten. Okay, hier ist ein bisschen was reingelaufen. Das ist aber nicht so wild. Das können wir mal rausnehmen. Das hier auch, das hier auch. Dann kommt das mal alles weg da. Aber es wundert mich trotzdem, wo der ganze Weizen hin ist. Oder ist das jetzt doch schon angelaufen, etwas stärker? So, hier kommen die Seeds rein, genau. Dann läuft da was rein und hier was rein. Und das läuft weiter hier, nein. Aber das ist doch nicht alles. Da wusste die Lore abgeblieben von gerade eben, die wir angestoßen haben. Wo ist die Lore von gerade eben? Die ist oben auf der Station. Aber selbst wenn, es sind doch nicht nur zwei Chests voll, was an Weizen darunter kommt. Das ist doch viel zu wenig. Ist das irgendwie aufgrund dessen, dass ich halt, weiß ich nicht. Wenn man bedenkt, wie viel Mohrrüben wir... Okay, das ist auch jetzt... Das leert sich gerade. Du müsstest jetzt auch gleich wieder wegfahren, ne? Sobald der hier leer ist. Ah, guck mal, jetzt ist das voll. Aber das ist trotzdem zu wenig. Das ist immer noch zu wenig. Das ist, selbst wenn jetzt in dieser Kiste... Das... Oder habe ich schon was rausgenommen davon? Also, das ist mir zu wenig. Bin mir nicht sicher, ob ich da schon was rausgenommen habe von. Aber viel ist es nicht. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Viel ist es nicht. Das müsste deutlich, deutlich mehr sein. Das ist eigentlich, keine Ahnung. Aber okay, die ist jetzt aber auch weggefahren, die Lore. Sehr schön. So wie es sein sollte. Das passt auch alles. Okay, ja, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ist da der Wurm drin, glaube ich. Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, was da passiert oder nicht passiert. Deswegen werden wir das erstmal, wir werden das weiter beobachten, auch gerade bei der nächsten Ernte, was da noch so bei rumkommt. Vielleicht ist das irgendwo, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist auch hier vorne in dem ersten Bereich noch alles voll. Das kann natürlich auch sein.
dass erstmal im hinteren Bereich alles weggeholt worden ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir werden das beobachten, definitiv. Ich kann mal gucken, ob ich zwei Eimer Lava wieder hier reinbekomme. Und dann wollten wir ja gerne. Okay, das wird nichts. Das kommt weg. Dann wollen wir uns mal ein bisschen ein paar Seeds holen und die Hühner mal ein bisschen dezimieren, ne? Das war ja auch gestern angesagt. Oder habe ich ja gestern angesagt, dass wir mal wieder ein bisschen mit den Hühnchen spielen und die etwas dezimieren. Oh, ich komme da nicht rüber. Schade. Ah, jetzt muss ich hier wieder rausklettern. Immer das Gleiche. Seeds bekommen wir natürlich auch bei der Anlage. Das wäre ja gelacht, wenn nicht. Da müssten eigentlich genügend rumliegen. Und wenn wir die dann schon mal da haben bei der Anlage, dann sind wir auch gleich schon am richtigen Ort. Ja, guck mal hier. Da haben wir ein paar Seeds. Oh, es geht schon los. Es geht schon los. Ist die Falle denn offen? Rein theoretisch ja, ne? Rein theoretisch ja. Das heißt, ihr könntet. Ich falle gleich selber in meine Falle. Ja, ihr müsstet da jetzt reinfallen können. Erstmal die Falle füllen. Mit ausreichend Bevölkerung quasi. So ein bisschen die ganzen Hühner hin und her bewegen. Dass sie da immer schön rüber übers Loch gehen. Ja, immer wieder ordentlich einen ganzen Schwung reinschmeißen. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass sie sich zerdrücken. Also nicht hier oben, sondern es soll ja eher unten passieren mit dem Zerdrücken. Also wie viele Eier hier halt rumliegen, ne? Ich habe halt auch kaum. Also gut, ich habe noch 48, na, 40 FPS, sagen wir es mal so. 40 FPS habe ich. Das ist natürlich jetzt nicht so berauschend viel. Dafür, dass ich ohne Shader spiele, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber da kann man mal sehen, wie viel Ressourcen es frisst, wenn man mal ein paar Hühner hier am Start hat, ne? So, das sieht gut aus. Okay, die restlichen dürfen noch bleiben etwas. Dann wollen wir uns nochmal unten die Anlage mal anschauen. Wie voll das hier unten gerade ist. Und das ist ganz schön voll. Es ist ein ziemlich komisches Geräusch, ne? Muss ich auch sagen. Eigentlich müssten wir hier so ein Redstone-Signal ranmachen. So ein Redstone-Signal, auch so eine Glock. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, jetzt kriegen wir auch so langsam den richtigen Sound dafür. Alter, sind hier halt viele Tiere, ne? Und wie viel Zeug daneben fliegt. Zack, zack, zack. Ja, stellt euch mal schön oben drauf. Das bringt euch nicht viel. Da müssten wir eigentlich noch einen zweiten machen, ne? Noch einen zweiten Pisten. Damit beides oben und unten abgefrühstückt wird. Also ein bisschen arschig die ganzen Viecher in die Ecke schmeißen. Ist halt die Frage, ob der Hopper überhaupt hinterherkommt, die ganzen Sachen einzusammeln, ne? Und the last one. Sehr schön. Haben wir doch mal ein bisschen aufgeräumt wieder. Haben wir doch wieder 60 FPS. Nice. Und ein bisschen Hühnerfleisch ist auch dabei rumgekommen. Ist hier noch was drin an Hühnerfleisch? Nee, ist nicht. Das heißt, das kann jetzt da erstmal rein. Das auch. Das lassen wir erstmal alles hier drin. Aber das Hühnchen, die Hühnerfleisch-Dinger, das werden wir dann erstmal wieder runterbringen in unseren Keller. Dass das dann schön in der Kühlkammer ist. So, cool. Dann können wir auch gleich noch wieder ein paar Hopper weiterbauen. Und dann haben wir das nämlich auch schon wieder fertig. Oh, ich habe vergessen, überhaupt insgesamt bei irgendeiner Folge. Ich habe gar keine Screenshots gemacht. Fällt mir gerade auf. Naja, egal. Ich will mal ganz kurz alles, was ich so in der Tasche habe, einmal wegsortieren. Dass das einmal weg ist. Dann holen wir uns mal wieder einmal Fackeln und natürlich was zu essen. Essen, essen, essen. Zack, da. Wir könnten natürlich auch. Die ganzen Fressalien, die wir jetzt unten in der. Obwohl wir haben eine Kühlkammer, ne? Wir müssen das nicht unbedingt.
Wir müssen das nicht unbedingt alles durchbraten. Wir können das ruhig noch ein paar Jahre liegen lassen auf Eis. Ich werde aber gleich noch ein paar Hopper herstellen. Wir haben jetzt ja wieder ein bisschen, wir haben wieder ein bisschen was an Iron dabei. Das ist eigentlich ganz gut. Krass, wie viel kaputte Hühnchen ich hier habe, ne? Ich glaube, ich sollte meine Eierbahn wieder ausmachen. Das ist ein bisschen zu brutal mit den ganzen Tieren. Aber naja, wir könnten mal die ganze andere, die ganze ehemalige Falle können wir auch mal abbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was da, das andere Steinding, was da so rüberragt momentan noch. Weil das brauchen wir ja auch nicht mehr, in dem Sinne. Also, ich brauche es nicht mehr, sagen wir es mal so. Aber was mache ich erst nachdem ihr das Safe Game wieder bekommen habt? Falls der ein oder andere von euch doch damit noch spielen möchte, dann kann er das wenigstens machen. So, das einmal da oben wieder rein. Sehr schön. Ist es schon wieder dunkel draußen? Ja, ist es. Das heißt, wir gehen wieder eine Runde schlafen. Diesmal im blauen Bett. Wir tauschen mal so die Betten hin und wieder mal durch. Mal da, egal. Überall mal kurz reinlegen und eine Nacht drinne schlafen. Ich habe fünf Hopper. Das reicht noch nicht, um eine Seite wieder komplett fertig zu machen. 12 bräuchte ich eigentlich, ne? Gucken mal. Oh, ich hätte natürlich auch die Leiter nehmen können, aber wollte ich irgendwie nicht. Zack, zack. Mal schauen, was jetzt hier schon wieder fertig ist. Mal gucken, wie viel da noch drin ist. Oh, da sind noch 10 Blöcke drin. Das ist krass. Das ist krass. Da kriegen wir ja auch doch noch was raus. Ich hätte natürlich ein paar Kisten mitnehmen können. Ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden uns jetzt eine Lumber-Ex bauen. Das ist das, was ihr eh schon die ganze Zeit haben wollt von mir. Das heißt, das Ding werden wir jetzt heute mal basteln. Habe ich da schon die Parts für gebastelt? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt hier den Lumber-Ex-Head. Den haben wir da. Das werden wir einmal hier reinlegen. Dann brauchen wir das. Was brauche ich für eine Lumber-Ex? Für eine Lumber-Ex brauche ich, genau, einmal die dicke Stange und das dicke Kreuz. Das werden wir uns auch mal gießen. Beziehungsweise das könnten wir aus Flint machen, ne? Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Die Rod, die machen wir aus Holz. Habe ich aber jetzt gerade gar nicht dabei. Und ein Gesicht. Gesicht brauchen wir auch, ne? Ja, ein Creeper-Gesicht brauchen wir auch. Okay, dann werden wir jetzt erstmal die Axt einmal... Wir können das natürlich auch aus Stein lassen, das Kreuz. Aber ich werde jetzt erstmal die Axt einmal kurz, falls ich die nicht schon... Ne, habe ich noch nicht. Was ist hier noch drin? Gut, das ist ein Ingot. Das heißt, das Ding werden wir jetzt uns erstmal gießen. Es sind noch 2 Gold-Ingots drin. Sehr schön. Dann kriegen wir das einmal raus. Jetzt haben wir nämlich das ganze Gold nämlich auch raus. Sehr cool. Jetzt können wir nämlich hier auch schon mal Iron reinfließen lassen in den Head. So, ich werde mir mal ganz kurz nochmal 2-3 Sachen von drüben holen. Ich hätte nämlich gerne... Oh, können wir auch mit Quarz arbeiten? Ne, Quarz ist halt einfach nur ein Modifier, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja. Dann werden wir uns nämlich... Ich muss da mal rein. So, sehr schön. Dann werden wir uns nämlich aus... Also ich brauche Holz definitiv. Oh, mir läuft meine Nase gerade. So, ich will Holz haben, definitiv, für den Dings. Pass mal auf, wir machen mal hier Folgendes. Und zwar hauen wir mal zwei Stacks Dings da rein, Birkenholz. So, Holz hätte ich gerne für den Griff. Das können wir eigentlich auch Stein lassen. Das Gesicht machen wir aus Flint, meinetwegen. Und dann haben wir die Klinge, den Head haben wir aus Iron. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Der ist ja eigentlich auch schon fertig gleich, ne? Zack, sehr schön. Ja, da ist der Head schon. Das heißt, den können wir einmal rausnehmen. Das Ding nehmen wir auch wieder raus. Dann haben wir wieder ein bisschen Iron auf Tasche. Und dann haben wir gleich die Lumber Eggs. Eben mal kurz die Lumber Eggs nebenbei gemacht. Wir brauchen... Genau, das wollte ich hier aus Holz machen. Das Ding. Und das Gesicht wollte ich aus Flint haben. Einfach nur, weil das halt cool ist. So, das beiseite. Jetzt habe ich da die Form noch in der Tasche, sehe ich gerade, ne? Das Gesicht, das Ding und das Ding. Und jetzt haben wir hier eine Iron Flint Lumber Axe. Nice. Stein können wir eigentlich mal hier lassen. Holz würde ich auch gerne da lassen, aber da ist kein Platz gerade mehr da drauf. Oh, die sieht sogar ein bisschen gefährlich aus, ne? Mit hinten so dran. Das sieht ja nice aus. So, wir haben hier noch das Ding. Und dann können wir nochmal ganz schnell, ganz, 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 ganz schnell da vorne unsere
unser Oak-Setzling-Farm abreißen sozusagen. Und das mit der Lumber-Axe, die, damit reißen wir das nämlich wirklich in einem Zug ab, glaube ich, ne? Wenn das alles zusammensteht, dann macht er das. Dann macht er das. Naja, die stehen nicht ganz zusammen. Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Aber so ist auch ziemlich geil, weil so fallen die nämlich auch ziemlich schnell runter, die ganzen Kollegen. Jetzt müsste man nochmal eine Sensor haben, damit man das Ganze, die ganzen Leaves hier super schnell entfernen kann. Vielleicht bauen wir die in der nächsten Folge. Mal gucken. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in der weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.